sein bester Freund. Kleiner Donner sind zu allem bereit. Ja, Kari. Ja, Kari. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kari. Ja, Kari. Kari, wir sollen die Bären für den ganzen Stamm sammeln, damit jeder von uns was abbekommt. Mach dir keine Sorgen, Regenbogen, hier wachsen genug für alle. Und außerdem sind wir die Einzigen hier. Oh. Oh. Du bist das, du hast mir ganz schön Angst eingejagt, Bär. Wir waren zuerst hier, also such gefälligst woanders. Viel Glück! Der hatte ja schlechte Laune. Du sprichst wohl die Sprache der Tiere. Aber ich weiß nicht, ob du wirklich alles verstanden hast, was er da gerade gesagt hat. Das ist aber auch besser so, glaube ich. Sehr freundlich war er nämlich nicht. Das reicht jetzt. Komm, wir gehen. Lauf! Schnell! Hilf, ein Geisterbär! Dein Pelz war weiß wie Schnee. Und du hast uns ja erzählt, dass es im Land des Eises so weiße Bären gibt. Aber doch nicht hier bei uns, im Blaubeerwald. Regenbogen spricht die Wahrheit. Er war wirklich weiß wie Schnee. Ich glaube euch, Kinder. So etwas kann es geben. Es ist gewiss ein Tier von derselben Art wie die Braunbären in unseren Jagdgründen. Jedoch kam dieser Bär aufgrund einer Laune der Natur ohne jegliche Farbe zur Welt. Seine Haut und sein Fell sind ganz farblos. Er wurde weiß geboren, stammt aber sehr wohl aus einer Braunbärenfamilie. So etwas gibt es auch bei den Menschen, seht nur. Es ist allerdings selten. Sehr, sehr selten. Ein weißer Bär. Und sehr, sehr selten. Den will ich haben. Ich muss diesen weißen Bären noch mal sehen. Hier war er, glaube ich. Hab keine Angst. Ich werde dir nichts tun. Du sprichst meine Sprache? Ja, und Blaubeeren mag ich auch so gern. Teilen wir? Es stimmt, ich hatte wirklich Angst vor dir. Deswegen bin ich von zu Hause fort, Jakari. Es wurde unerträglich. Aber du gehörst doch zu ihnen. Ich hielt's nicht länger aus, wie sie sich lustig machten. Ich wurde nur gehänselt. Ja, so ist es von Anfang an gewesen. Und die Großen haben auch noch mitgemacht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Wie konnten die nur so Wer war das? Zeig dich, wenn du dich traust. Das war kein Versehen, Regenbogen, da bin ich sicher. Und Schneeball ist in seine Höhle geflüchtet vor lauter Angst. Wenn ich wüsste, welcher Feigling sowas... Buster! Was? Wieso? Gespannter Bogen will den bleichen Bären haben. Du hättest ihn beinahe getötet. Stimmt. Beinahe. Leider. Oh. Aber ich verfehle selten mein Ziel. Kommt mit und überzeugt euch selbst. Los. Das will ich sehen. Wie gefällt euch meine Sammlung? Da staunt ihr, was? Ich habe sie alle im Winterpelz erlegt. Als sie so weiß waren, meine allerschönsten Trophäen. Mitten im Winter, wenn die Tiere am wehrlosesten sind, das ist feige. Was? Du bist ja krank, gespannter Bogen. Pass auf, Schneeball kriegst du nicht. Ach so heißt der. Süß klingt das, ein lustiger Name. Du gehörst mir, Schneeball. Hör! Du kannst nicht hierbleiben, Schneeball. Du musst sofort verschwinden.
Gespannter Bogen ist ein sehr guter und gefährlicher Jäger, der weiße Felle sammelt. Bitte hör auf mich, sonst entdeckt er dich. Fliehen, immer fliehen. Kann ich nicht endlich auch mal irgendwo bleiben, wo es mir gefällt? Ich bleibe hier. Er hat recht. Großer Adler. Schneeball darf nicht überall ein Ausgestoßener sein, nur weil er anders ist. Meinst du nicht auch? Ja, das ist gemein. Es gibt nur wenige Wesen wie Schneeball, die uns daran erinnern, dass wir alle verschieden und einzigartig sind. Trotzdem können wir doch alle zusammenleben. Also steh ihm bei. Das will ich ja, großer Adler. Außerdem hätte Gespannter Bogen mal eine richtige Lektion verdient. Aber wie stelle ich das an? Erinnere dich daran, welche Angst dich überfiel, als du Schneeball für einen Geist hieltst. Also. Ja, natürlich, das ist die Idee. Danke, großer Adler. Wach auf, Schneeball. Ich weiß, was wir machen. Schneeball! Huhu! Wo bist du? Schneeball! Das Schleckermäulchen wird sich freuen, wenn er sieht, wie viele Blaubeeren ich Auf der großen Lichtung gibt es mindestens so viele Blaubeeren wie Grashalme in der Prärie. Schneeball wird sich freuen. Hallo, Schneeball! Komm endlich raus! Ja, lauf nur, Yakari. Lauf und führ mich brav zu meiner Beute. Diesmal krieg ich dich. Na, warte. Er kommt ja, Kari. Los, hier lang. Hüpf da rein, bis über beide Ohren. Heute kannst du mal ein richtiges Blaubeerbad nehmen. So, alles bereit? Ich hab's gleich. Ja, perfekt. Jetzt bist du so dunkel, dass man dich kaum noch sieht. Weg! Verschwindet! Haut ab! Hilfe! Ein Geisterbär! Ich habe noch nie einen Menschen so schnell laufen gesehen. Und das bei dieser Dunkelheit. Dunkelheit? Nanu, du bist auch ganz schön dunkel, Yakari. Der jagt bestimmt keine weißen Bären mehr. Aber auch, Yakari. Gehen wir zum Fluss. Und wenn ich jetzt einfach für immer so dunkel bliebe, dann würde mich niemand mehr beachten und auch nicht ärgern und ich könnte endlich in Ruhe leben. Ja, aber dann wärst du eins nicht mehr. Schneeball, der wie keiner ist. Na los, erst ein richtig schönes Bad und danach ein großes, leckeres Blaubeerfrühstück. Einverstanden? Hä?
Und wenn du nach Hause zurückgehst, erzählst du ihnen alles und sagst, dass du stolz bist, so zu sein, wie du bist. Ich gehe zurück nach Haus. 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 Lalalalalalala. Wow! Red crab. Bubbles. Green turtle. Put some bubbles on the octopus. Octopus. We'll swim around. Blowfish. Tyrannosaurus Rex. Some bubbles. Red lobster. Pink dolphin. Blue stingray. Let's put some bubbles on the octopus. Shark.